Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer Odo. Wir haben noch immer einen Krieg mit den wahnwitzigen Amerikanern. Das hat Rums gemacht. Bist du irre? Artillerie sollte man haben. Ja, mir wurde gerade ein Spion gefangen genommen in der Pause, was ich nicht gut finde. Aber sobald wir diese amerikanischen Städte eingenommen haben, können wir mal schauen. Vielleicht kriegen wir den Typen zurück. Zu kommen und auf der anderen Seite anzugreifen. Dann hat er einen Bonus. So, dieses Kriegsschiff. Auch umfahren. So, du fährst mal da. Ephesus gestanden. Ja, ich bleib's einfach da stehen. Oder? Nein, das ist blöd. Was soll ich schon machen? Kann ich nicht angreifen? Nee. Und dann bleiben wir stehen dabei. Der weggefahren ist. So. Gut, Pergamon. Was brauchen wir bei dir? Oh, da gibt es das Sendezentrum. Das können wir wieder kaufen. Und ansonsten könnten wir ein Wohnviertel oder einen Raumhafen bauen. Beides jetzt nicht so interessant, finde ich. Oh, wir könnten noch eine Artillerie bauen vielleicht. Hm? Genau. Da wir mehr Artillerien rumstehen haben. Mhm. Wo steht diese Infanterie? Da, okay.
müssen dort weg, weil sonst schießt dieses Lager auf uns. Blödes Vor. Gut, du gehst nochmal runter, damit du nächste Runde schön angreifen kannst. Und du schießt mal fest. So, noch ein Händler, Takamatsu zum Beispiel, finde ich gut. Wieder drauf. Das verändert irgendwie nicht ihre Stärke. So, stehen da. Du wartest mal. Vielleicht finden wir ja noch eine Ölquelle, die wir ausbeuten können. Wir müssen meine Ritter endlich aufrüsten können. So. Einsam fühlt. Wobei andererseits könntest du auf Baltimore schießen. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Dieses Ding erholt sich ja urlangsam, das mit der Mauer. Aber vielleicht liegt das daran, dass wir die Mauer reparieren müssen. Vorher kann das sein? Nö, sagt man nicht, dass wir sie reparieren können. Vielleicht da unten? Ach ja, wirklich, da gibt es eine Außenverteidigungsreparatur. Machen wir das doch glatt. Ich bin irgendwie zu müde eigentlich heute zum Aufnehmen, merke ich gerade. Na okay, ein paar Runden noch. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch, Posten einzunehmen. Der Kalte Krieg taut nicht auf. Er brennt mit tödlicher Hitze. Mhm. Richard Nixon, ein besonders kluger Mann. Ihr Gesandte zählt euch zwei Gesandte, wenn die dessen Souverän eine andere Regierung hat als ihr. Na okay, gut, dann ist es doch nicht so interessant. Internationale Gewässer, plus 100% Produktion für Marineeinheiten in moderne Atom. Kryptographie.
minus 2 Spionagestufen des Feindes in eurem Gebiet plus eine Spionagestufe für euch bei offensiven Operationen. Das ist ja cool. Und was kann man da? Gewährt die Fähigkeit, einen zusätzlichen Spion auszubilden. Ha! Das gefällt mir. So, warte mal. Nein, das behalten wir uns. Euer Handelswege zum Start eines Verbündeten bietet plus 2. Tja, das ist nicht schlecht an und für sich, aber andererseits. Das Spion ist schon sehr viel cooler. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da was von dem abgeben will. Ah, nein, das könnte ich mal machen. Das daher. Das daher. Und das daher. Machen wir das so. Eingenommen. Unsere Allianz ist abgelaufen. Das gefällt mir nicht. Die will ich auf jeden Fall. Ja. Wie wär's mit einer Allianz? Krieg. Nö. So kann ich dir keine Allianz anbieten. Das ist interessant. Lass uns mal diskutieren. Ach ja, was soll's. Behalten wir uns die Stadt oder geben wir sie oder vernichten wir sie? Ich kann sie behalten. So eine recht angenehm große Stadt. Den Apostel wollte ich ja nicht schicken. Gut, naja, viel ist dann jetzt nicht mehr. Weltraumrennen oder... Vielleicht. Ich guck mal, ob wir noch einen Flugplatz auf einem anderen Kontinenten hierher bauen können, vielleicht. Aleppo. Bau mal einen Flugplatz. Nein, nicht Athen. So, was machen wir in Athen? Wir könnten noch einen Spion bauen. Das ist aber urlang bei euch. Wir könnten Support kaufen. Hafen zum Beispiel. Wie wäre es hiermit?
Finde ich gut so. Schiff zum Versenken. Schippernackel aus dem Wasser. Ja, ihr werdet mir nicht so bald den Krieg erklären, nehme ich mal an. Nachdem wir gerade erst Frieden geschlossen haben. Ach du Arsch, auf. Wozu haben wir es denn? Nur zum Rumstehen. Hey, wir haben ein Flugzeug. Luftangriff. Einsetzen. Neue Basis zuweisen. Luftangriff. Nein. Argus könnte einen Zug bauen. Machen wir einen Zug. Aleppo könnte einen Flugplatz bauen. Finde ich gut. Wo bauen wir den? Da hier. Mitten aufs grüne Feld. Detroit. Könnte mal einen Speicher reparieren. Außerdem könnten wir eine Fassung machen. Dem Hund Boston noch und dann bin ich glücklich. Was? Die greifen einfach mit einer Postel an. Geht's euch noch gut? Warte mal, ihr wollt mir 5 Goldstücke für 2 Luxusgüter geben? Ihr müsst wissen, dass das dumm ist, oder? Natürlich wirst du meine Rechnung bekommen, nachdem wir euch erobert haben und ihr bei uns im Reich leben könnt.
So, machen wir dich, Herr Postel. Hier steht noch was dafür eine Stärke. Ja, was soll's. Zerstören und eine eigene Stadt hinbauen. Wen haut da so einen Typen? Schief gewesen. Na gut, so sein. So, auch nach Baltimore. Kann man möglicherweise zumindest eine Stadt haben. Einen Händler bauen. Ausgezeichnet. So. Auch nach Detroit mit dir. Vernichten oder behalten? Vernichten. Diese Stadt war ziemlich im Weg. Ja, super, deswegen fällt es euch gleich mit dem Siedler rauf, um noch was hinzubauen. Nichts auf dieser Erde hält ewig. Außer vielleicht Plastik. Da hat sie gar nicht einmal so unrecht. So, wir machen den Zug noch und dann machen wir Schluss für heute. Ach, noch so einer. Bitte einfach drauf schießen.
Argus. Das hat jetzt ganz schön lange gedauert, bis wir das gehabt haben. Hui. Blub, blub. So, Postler. Kommen wir mal um Detroit. Passt dann schon. Was war da noch? Du kriegst ein Update. Der ist echt nicht in dem Spiel. Der Computer ist so doof. Daher, weil du es kannst. Forschung. Synthetisches Material kann man schon machen. Da könnte man einen Helikopter bauen. Helikopter kann man wieder, dass wir einen Helikopter bauen. Nie und wieder auch, dass wir einen Zerstörer bauen. Kannst du einen Zerstörer bauen? Wo wir kaufen könnten. Jo. Achso, nicht. Ich wollte aufhören. Okay, wir wünschen euch eine gute Nacht. Schlaf gut und tschüss.